Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute haben wir Bakuman, beziehungsweise ich mache ein Opening orientiert an Bakuman, zweites Season, erstes Opening, weil ich das ziemlich cool finde und es passt zu meinem Kanal, dieses ganze Zeichenmäßige, und es ist ja auch, mein Kanal ist ziemlich Anime und Manga bezogen. Also muss ich dann hier die richtige Szene raussuchen. Hier sind dann die ersten Skizzen, welche ich dann orientiert habe. Da sind die Detailskizzen. Und dann ging es halt über zu den ganzen Outlines. Das Ganze habe ich, oder ziemlich viel davon, habe ich während meinem Livestream gemacht. Circa 9 Stunden habe ich gelivestreamt. Danach habe ich dann halt noch selbst dran gearbeitet. Weil ich wollte irgendwie nicht mehr das so die ganze Zeit live machen. Genau. Aber wie gesagt, live. Ich werde jetzt wahrscheinlich auch in der nächsten Zeit ein bisschen mehr livestreamen. Müsst ihr mal gucken, wie es ist. Hier zeichne ich zum Beispiel gerade eine Hand, weil jemand im Livestream das gefragt hat, ob ich das machen darf. Also immer irgendwelche Fragen stellen, wenn ihr irgendetwas von mir wollt, während meinem Livestream, bin ich immer locker drauf. Das ist der Hintergrund, den ich dann dazu gemacht habe. Dann habe ich halt ein Video genommen von Speedlines, dann einen Hintergrund erstellt, dieses Blau-Übergänge. Und dann halt noch ein Kasten, also so ein, als ob das ein Blatt wäre mit so einem Raster, und dann halt so ein skizzenmäßiger Yield Art dahin geschrieben. Das sind die Outlines. Die haben lange gebraucht und ich würde es auch gerne irgendjemand anderem einfach zuschieben, weil die Skizzen ja eigentlich schon ziemlich gut aussehen, nur halt man muss trotzdem, oder sieht es halt am Ende besser aus, wenn man halt die Outlines nochmal mit Schwarz nachgeht. Das ist dann die fertige Animation mit den Outlines und dem Hintergrund. Und hier fange ich dann mit den Farben an. Zuerst natürlich Haare, Haut, Pullover und T-Shirt. Später dann noch ein paar andere Details, beziehungsweise auch die Schattierung. Dazu muss ich jetzt sagen, ich habe hier Clip-Layers benutzt, also eine Clip-Group gemacht in Krita. Kann man, indem man einen Rechtsklick auf ein Layer macht und dann auf Gruppe geht und dann auf Quick Clipping Group, genau. Und dann kann man einfach auf dieser Maskenebene, die da erscheint, über dem normalen Layer einfach drauf zeichnen, und dann halt geht das halt genau auf die Flächen, wo man bereits drauf gezeichnet hat. Nur es geht halt theoretisch noch weiter, also man kann schöner die Farbe verteilen und so, und es ist nicht die Ebene, die man eigentlich benutzt, wo man halt schon die Grundfarbe gemacht hat. Das ist gut, dann kann man später halt Sachen wieder löschen, falls die einem nicht gefallen. Hier bin ich schon fast fertig, mache ich halt die ganzen Schattierungen. Insgesamt hat die ganze Animation circa, keine Ahnung, mehr als 24 Stunden Arbeit gebraucht. Wie gesagt, habe ich da von ca. 9 Stunden gestreamt und den Rest in Eigenarbeit gemacht. Das ist dann die komplette Animation. Ich hoffe, sie gefällt euch. Mir gefällt sie auf jeden Fall. Und dann habe ich halt da nochmal die letzten Striche gemacht, beziehungsweise Schattierungen. Beziehungsweise jetzt könnt ihr auch nochmal sehen, wie es im Vergleich aussieht mit Bakuman. Genau. Bei mir ist es natürlich ein bisschen anders, weil es ein Opening sein soll. Aber falls es euch gefallen hat, dieses Video, könnt ihr gerne ein Like oder einen Kommentar da lassen. Und ich würde mich auch mega darüber freuen, wenn ihr subscribed, also ein Abo da lasst. Oder vielleicht sogar die Glocke aktiviert, falls ihr halt nichts mehr verpassen wollt. Das ist wichtig. Da sind dann die neuen Videos wahrscheinlich, oder keine Ahnung. Irgendwo hier sind dann die neuen Videos jetzt verlinkt, und wir sehen uns im nächsten Video, und zwar Mittwoch nächste Woche. Bye!